Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich werde immer wieder gefragt, wie man besseres Aiming in Warzone oder auch vielleicht in anderen Spielen bekommt. Und das möchte ich euch heute einmal zeigen, beziehungsweise wie ich mir das Ganze erarbeitet und aufgebaut habe. Klar, da gehört ja doch mal viel Übung zu, logischerweise. Das sowas kommt nicht von heute auf morgen. Ich habe beispielsweise sehr lange sehr viele aimstarke Spiele gespielt, wie eben Counter-Strike. Aber auch da reicht irgendwann das Spiel an sich nicht mehr aus. Besonders Battle Royales wie beispielsweise Warzone, Apex, PUBG oder Co. haben immer ein sehr kurzes Zeitfenster, in dem du Kämpfe hast und sehr lange Zeitfenster, in denen du eben lootest oder dich oder rotierst. Und genau das ist das Problem bei Battle Royales. Also du wirst nur in Warzone nicht besser. Denn du kannst dich nicht an diese Stresssituation gewöhnen und du kannst dich nicht daran gewöhnen, besser zu werden. Und es ist so, dafür gibt es eben Programme. Also bei Apex ist es zum Beispiel so, es gibt die Shooting Range. Es ist eine extra dedizierte Map, wo eben bewegte Ziele sind, wo alle Waffen sind, Rüstung sind, wo du alles ausprobieren kannst und wo du die Ziele dann auch abschießen kannst. Das hast du aber bei Warzone leider nicht. Und auch bei Counter-Strike gibt es beispielsweise integrierte Maps aus dem Workshop, die kann man sich runterladen und da ist es auch so, dass man eben dadurch besseres Aiming bekommt, also da die Sachen üben kann. Und bei Warzone kann ich erstmal den Tipp geben, sucht bewusst den Fight, beziehungsweise den Kampf, landet also beim Superstore, landet irgendwie beim Hospital, scheißt einfach auf eure KD und sucht bewusst die Kämpfe, weil wenn ihr kein Modern Warfare habt, wo ihr sagt, ihr könnt Multiplayer spielen und das darin üben, sondern ihr habt nur Warzone an sich, dann kann ich euch wirklich nur empfehlen, spielt Spielmodi oder sucht euch so Orte aus, die hektisch sind, wo viele Gegner sind und wo ihr eben bewusst gezwungen werdet, euch mit diesen Stresssituationen auseinanderzusetzen. Nur so werdet ihr aktiv besser. Und für alle, die das eben oder denen das nicht reicht, möchte ich euch heute mal meine Routine zeigen, beziehungsweise mein Aim-Training. Es gibt nämlich eben für einen Rechner, ich weiß nicht, ob es sowas auf einer Konsole gibt, deswegen vergebt mir. Würde aber wundern, wenn es sowas nicht gibt. Ich benutze jetzt Kovacs, heißt das. Könnt ihr gerne mal reinhüpfen. So, das hieß jetzt Kovacs Aim-Trainer, Kovacs 2.0. Da gibt es einmal vorgefertigte Sachen, der Trainer, und dann gibt es die Sandbox. Das sind eben vom Computer, von Usern bereitgestellte Szenarien, eben Testszenarien, wo man sich dann unter anderem auch an gewissen Zielwerten messen kann. Und ich möchte heute mal ganz kurz mit euch meine Routine durchsprechen. Also ihr seht hier auf der linken Seite, das sind jetzt alle Szenarien, die es zum Beispiel gibt. Ich könnte ja jetzt theoretisch einfach mal einen aus meinem Favoriten nehmen. So, jetzt hat er das runtergeladen. Jetzt kann ich einmal sagen, ich möchte Free Play, also üben oder eine Challenge machen. Wir machen jetzt einfach mal eine Challenge. Und dann geht es eben los, indem ihr eben den Spielmodus hier, in dem Fall unter Schnelligkeit, ist auch erstmal reinkommen. Ist jetzt das erste Mal am Rechner heute. Indem ihr halt eben die Ziele erfüllen müsst. In dem Fall müssen wir die Ziele treffen, bevor sie eben in die Luft gehen. Und dann wird das bemessen eben nach wie viele Ziele ihr in 2 Minuten in dem Fall getroffen habt, wie viele ihr verschossen habt und so weiter und so fort. Ich glaube, das Prinzip ist klar. Und es ist so, ihr könnt hier verschiedene Einstellungen übernehmen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel meine kompletten Warzone-Settings übernommen. Also man googelt am besten mal oder ich erkläre es euch jetzt auch einfach mal. Als Scale kann man sagen, wir nehmen Overwatch. Das ist ähnlich zu vom Verhalten wie Warzone. Man kann hier aber auch Apex Legends oder Quake, also Source, das wäre dann Counter-Strike Engine nehmen. Dann sagt man, okay, welche Ingame-Sensitivity habe ich? Das ist in meinem Fall 3, habe ich euch ja in meinem letzten Video schon gesagt. Und dann kann man hier sagen, Toggle Zoom, wie viel Field of View, wie viel Max-FPS und so baut sich das eben hier unten auf. Also das sind eigentlich so die 3, 4 Sachen, die am wichtigsten sind. So, die kann man dann speichern, die Einstellung. Und dann ist es eben so, dass ihr verschiedene Challenges habt. Und ich habe hier für mich jetzt eine Playlist aufgebaut. Es gibt vorgefertigte Playlists, zum Beispiel die Warzone Iron Warm-Up. Die könnte man theoretisch nehmen. Ich habe jetzt aber mir eine eigene Playlist erstellt und die möchte ich gerne mal mit euch durchgehen. Es geht im Grunde genommen um 4 Sachen. Es geht einmal die Präzision, also in möglichst kurzer Zeit auf dem Ziel zu sein. Dann gibt es Strafes, das heißt, wenn der Gegner sich bewegt und du auch, dass ihr auf dem Gegner drauf bleibt. Das gibt es einmal in kurz und long. Ja, und dann 3 verschiedene Varianten hier. Und das zeige ich euch jetzt in dem Fall einfach mal. Wir gehen einfach mal die Playlist durch, würde ich sagen. Ich drücke hier mal Play und erzähle euch parallel eben, worum es in den einzelnen Challenges geht. Hier geht es eben darum, wir haben einfach nur Bälle, in dem Fall, ich nehme jetzt einfach mal Köpfe, die wir in möglichst kurzer Zeit treffen müssen. Und dabei dürfen wir möglichst wenig Fehlschüsse haben. Das heißt, es geht um Schnelligkeit und Präzision. In dem Fall kann ich sagen, wenn ihr anfangt damit, ich gehe jetzt hier nicht auf meine Bestleistung, dann solltet ihr auf jeden Fall erstmal langsam starten und auf Präzision gehen und später dann schneller werden und euch Stück für Stück steigern. Das ist jetzt auch nichts, was man von heute auf morgen macht, sondern das sollte man einfach jeden Tag, bevor man zockt, vielleicht irgendwie eine halbe Stunde machen, dass man reinkommt, dass man sich an bestimmten Szenarios eben verbessern kann. Und jetzt haben wir hier noch 10 Sekunden in meiner Challenge. Das wird wahrscheinlich grauenhaft sein, weil ich absolut viele Schüsse habe. So 1,
0. Ja, guck mal hier, ich habe jetzt hier einen Score. Das wird dann errechnet eben aus dem Schaden, den ihr macht, beziehungsweise aus den Zielen, die ihr trefft und der Präzision. Das ist jetzt also 141 Targets habe ich getroffen. Das dann auf 84,94% runtergerechnet sind eben 119,8. Man sieht, ich habe tatsächlich hier schon mal 141 gehabt und bin damit trotzdem nur über auf Platz 43.000. Es ist nicht sonderlich gut. So, als nächstes habe ich hier, das ist eben für den Nahkampfbereich gedacht. Ihr müsst die linke Maustaste gedrückt lassen und wenn jemand dann eben bei euch ist und euch challenged und dabei eben links nach links und rechts draft oder ihr auch, dann ist natürlich die Herausforderung, dass ihr auf dem Gegner drauf bleibt. Und das könnt ihr damit eben trainieren. Möglichst wenig Schüsse verschießen, weil ihr wollt ja auch die 30 Bullets in eurem Magazin eben oder auch 60 Bullets jetzt bei Warzone möglichst effektiv nutzen und nicht alles verschießen. Und genau dafür ist das da. Als drittes haben wir etwas ähnliches, nur dass der Ball, dass es in dem Fall ein kleineres Ziel ist, das weiter weg ist und sich langsamer bewegt. Das Prinzip ist aber dasselbe, das heißt, wenn ein Gegner vor euch von links nach rechts draft und ihr in einem Gunfight seid und er versucht auszuweichen, habt ihr so die Möglichkeit, ihn am bestmöglich zu tracken und das könnt ihr eben damit am besten üben. Ich kann euch wie gesagt echt nicht sagen, ob es sowas auch für die Konsole gibt, das wäre natürlich was Schönes, das müsst ihr da einfach mal googeln oder herausfinden. Da ich leider kein Konsolenspieler ist, kann ich euch da nicht mit an die Hand nehmen. Ich weiß, dass einige in meiner Community auf jeden Fall PlayStation oder Xbox spielen. Einige spielen sogar auf PlayStation mit Maus und Tastatur, also könnte durchaus sein, dass es sowas vielleicht auch doch gibt. Also ich am PC benutze jetzt Kovacs, es gibt noch Aim Labs, gibt es noch, das ist noch ein anderes Pendant dazu, ist aber dasselbe Prinzip. Mit Rechtsklick könnte ich auch runscopen und die Empfindlichkeit wäre langsamer, so wie es halt in Warzone eben auch ist. Wenn ihr runscopt, dann habt ihr ja auch, hält sich die Waffe ja auch anders. So, und als viertes und letztes habe ich eben bewegte Ziele, also eigentlich ist es eine Mischung aus dem ersten und den anderen beiden Übungen. Ich habe fixe Ziele vor mir, die ich halt möglichst schnell treffen muss, die dann auch wieder erscheinen. Also es sind immer 3 Quadrate hier und die bewegen sich jetzt nun. Also das wäre jetzt etwas beispielsweise, was für Snipen super gut wäre. Das heißt, ein Gegner hüpft vor euch hin und her und ihr müsst versuchen, den mit Flicks hier möglichst präzise zu sein. Und auch das könnt ihr dann eben damit super gut üben. Also eigentlich ist es für jede wirkliche Situation, könnt ihr euch was raussuchen. Das ist jetzt wie gesagt nur meine Playlist. Man kann ja auch die andere Playlist von dem Iron Warm-Up auf jeden Fall ausprobieren. Also man sieht, er hat das Tile Frenzy hier auch drin. Das ist das, was wir eben als letztes hatten. Dann hat er das One Wall, Six Targets. Das hatte ich auch als erstes drin. In Small, das gibt es eben noch mit kleinen Kügelchen. Das habe ich tatsächlich nicht. Dann hat er noch einen Flickshot. Das können wir theoretisch mal ausprobieren. Okay, hier müsst ihr möglichst schnell... Also hier ist es das Beste. Ich treffe jetzt hier nicht einen Schuss. Das Beste ist es hier, das Crosshair immer wieder zu zentrieren und dann von dort aus möglichst schnell auf das Target zu flicken. Das ist jetzt tatsächlich hier ein bisschen zu schnell für mich. Aber ich, wie gesagt, ich try harde hier jetzt auch nicht rein, weil ich mit euch reden will. Ja, aber das wären dann eben die verschiedenen Sachen, die für verschiedene Szenarios eben völlig sinnvoll wären. Tracking zum Beispiel bei Sturmgewehren, wenn jemand irgendwo vor euch herläuft. Also im Close Range ist auf jeden Fall das zweite, was ich eben hatte, relativ stark. Das heißt, wenn ihr mit einer SMG irgendwie ein Haus pusht und jemand versucht, euren Schüssen auszuweichen und läuft nur links nach rechts und springt rum, dann könnt ihr, ist das auf jeden Fall sehr gut dafür geeignet. Das andere, wo dieser Ball etwas weiter weg von uns wegfährt, das wäre auf jeden Fall super gut, wenn ihr mit einem Sturmgewehr auf einen Gegner schießt, der versucht, vor euch wegzulaufen und hin und her zu laufen. Dann habt ihr genau das Teil. Das andere, das ist zum Snipen relativ gut mit den Bällen an der Wand, die sich nicht bewegen, halt möglichst schnell, möglichst präzise am Ziel. Also im Grunde genommen ist es ja so, du bewegst deine Maus immer so zum Ziel und da machst dann Feinjustierungen. Deswegen ist es auch wichtig, dass ihr eigentlich in den Spielen immer eine ähnliche Empfindlichkeit habt, damit euch sich eure Muscle Memory, nennt man das, nicht immer neu ausrichten oder antrainieren muss. Und das Letzte ist, wie gesagt, dafür so ein Misch aus all dem. Also wenn ihr ein bewegtes Ziel habt, beispielsweise auch mit der Sniper, was irgendwie von links nach rechts läuft oder gerade weglaufen will, dann könnt ihr damit wirklich diese Flick-Bewegung bei einem bewegten Gegner trainieren. Ja, das waren so meine Tipps oder meine Übungen, wie man sein Aiming verbessern kann. Warzone bietet leider solche Sachen nicht von Haus aus. Das heißt, ihr habt entweder, wenn ihr wirklich die Möglichkeit am Rechner an der Konsole seid, kann ich euch nur den Tipp geben, sucht bewusst den Kampf oder sucht euch bewusst irgendwelche Orte aus, wo viele Leute landen. Wenn ihr am Rechner seid und ihr wisst einfach nicht, wie ihr da euch an gewissen Situationen gewöhnen könnt oder euch verbessern könnt, dann kann ich euch wirklich nur eins von diesen Programmen eben ans Herz legen, Kovacs oder Aim Labs. Das benutzen auch viele Profispieler, um sich warm zu spielen beispielsweise. Damit könnt ihr auf jeden Fall eure Präzision oder Schnelligkeit verbessern und trainieren. Falls euch das Video geholfen hat, gerne ein Däumchen nach oben. Würde mich freuen. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.